Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem niedlichen Let's Play Sherlock Holmes Chapter 1. Wir sind hier am Tatort und John muss einmal wieder für uns ran und uns zeigen, was hier passiert ist. Alright, John. So, da hinten ist was und hier ist was. Alright, wir fangen einfach mal hier an. Okay, hier ist einer mit dem Messer getroffen worden. Frage ist natürlich jetzt, wer... könnten beide sein. So, hier ist einer angeschossen worden, das wissen wir. Und der hat sich dahin geschleppt. Weil hier war eine Blutspur. Das heißt... Du könntest es sein, ne? Angeschossen und da hinten. So, wir gucken mal, was hier noch ist. Achso, hier war... Hier lag ja eine Brille. Das heißt, hier muss ein Brillenträger gewesen sein. Das war der Glatzkopf, ne? Ja, der hat eine Brille auf. Okay. Und das heißt, könnte sein. Also Brille ist auf jeden Fall schon mal gesichert. So, und einer von beiden wurde angeschossen und hat sich dahin geschleppt. Und der andere dann dementsprechend dort. Wir probieren's mal. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay, das heißt, die Rolle muss andersrum sein. Hutträger hier. Nein, nicht du. Genau du. So, gleiche hier. Ja, und der andere Typ hier. Nein. Ja, genau. So, jetzt müsste es dann passen, ne? Oder? Oder? The man with the shotgun was killed by a throwing knife to the neck. But not before firing at the man in glasses. The man in the hat took a bullet to his leg, but two other bullets missed. The report mentioned he was shot in the heart, but how? There's something I'm missing here. Who could have finished him off? Okay, jetzt wollen wir auf jeden Fall hier noch ein Vierter. Alright. Okay, einmal anheften. Und Lucky Lucky machen. Ist ja irgendwo was zu sehen. Vielleicht bei ihm? Hast du hier? Ah, ja. Fußspur. Polizeistiefel? So that's how it ended. Okay, es war ein Cop. Es war ein Cop. Wir müssen mit einer Schlüsselperson reden. Bist du das? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? I just arrived here this morning. Ja. Okay, das heißt, wir müssen einmal zur Polizeiwache. Hier, ne? Genau. Das müsste es eigentlich sein. Wir gucken mal. So, my friend. Ich habe hier einen abgeschlossenen Fall. I visited the location where the three robbers killed each other over some stolen loot. But I wasn't the first to inspect the scene, was I? No. Officer Schmidt arrived there first, just hours after it was reported. Poor Schmidt. That same day, he received news that his dear old grandmother in Austria had died. He had to leave for the funeral immediately. He is anything but poor. I doubt he'll be coming back. It was he who killed the last robber and took the loot for himself. Blast it. I knew he was acting suspiciously. He may be beyond our reach now, but I'll be sure to expose the little weasel when I write my report. Nice work. Feel free to take another case. We make a great team, you and I. Was heißt hier Team? Ich mach die ganze Arbeit, Dude, ne? Du stehst hier nur doof rum. Machst den ganzen Tag Maul auf den Pfeil, ne? Und, naja, egal. Alright, so, ich würde eigentlich ganz gerne mal mit der Hauptstory weitermachen, ne? Mutterliebe. Allerdings würde ich auch hier nochmal ein bisschen was gucken. Cordona-Geschichten, ich habe keine Ahnung, was das ist. So, wir haben ja auch eine Schatzsuche. Okay. Okay, wir müssen hier verschiedene Orte aufspüren, so wie es aussieht. Sagt mir aber bisher nichts. Wahrscheinlich haben wir irgendwie das eine oder andere schon gesehen, aber im Moment fällt mir da nichts ein. Aber das ist nicht die Statue vor dem Polizeirevier, oder? Nee, ist es nicht. Alright, was haben wir denn noch hier? Kam alte Erinnerung wieder hoch. Okay. John fiel ein Plakat an der Mauer des Legacy Theater auf. Komm, das machen wir mal. Ich will mal wissen, was das hier für Sachen sind. So, Legacy Theater in Scaladio. Das heißt, das muss ja hier irgendwo sein, ne? Hier ist es doch schon.
Alright, wir gucken mal. Plakat. Okay. Hamlet. So it has taken root. What's taken root? As I recall, when we were growing up, this theater didn't welcome kids. You've forgotten, John. Come to the back entrance and I'll refresh your memory. Okay, einmal auf die Rückseite. Oh, oh, ich will eine Orange. Ich will eine Orange. Ne? Okay, dann nicht. Gut, dass wir hier überhaupt nicht schlafen oder essen müssen oder irgendetwas. Oh, ich würde so gerne springen. You need to focus, my dear friend. Watch me. Okay, Fokus. Alright. Anheften. Ich führe Hamlet auf. Ring any bells? We don't need to dwell on the past, Sherry. Oh, hier, Mädchen. Gertrude! And Hamlet's mother, Gertrude, taking poison. What was the name of that girl? Oh, Georgina, of course. She was our neighbor. Oh, I remember her. She liked you. And there you were. The best supporting actor. My silent scene partner, my Yorick. Your presence inspired me and brought me to tears. Yeah, it hurt to know that's all I could be. Inspiration. I couldn't even play the king's ghost. How's that for irony? To be or not to be? Indeed. I know why you wanted to forget. The show forced you to confront your limits, except no one else would ever see you but me. Why do you think I cried? Oh, Publikum! In the end, the audience was thrilled. I can still hear their roars after the final act. You were so pleased with yourself when the theatre director came down to admire your work. Okay, und jetzt? Ach, der Dude da oben? Der ist doch neu, oder? Ja. He applauded. A huge gesture from a man for whom children on stage was an anathema. Alright, hier geht's weiter. One small step for a man, one giant leap for students of the dramatic arts. Childhood is a time of naivety. I cannot now imagine seeking a career as an actor, drinking wine all day and gaily treading the boards at night. Yet you often pretend to be someone else in your search for the truth. You can't act like this side of you disappeared completely. Quite. This above all to thine own self be true. Oh, sein oder nicht sein, Fall abgeschlossen. Ja, es war ja eigentlich gar kein Fall, ne? Alright, das heißt, wir können hier noch mehr über unsere Kindheit und so weiter erfahren. Okay, okay. So, ich würde mal gerne wieder, wie gesagt, Mutterliebe weiterführen und ich glaube, wir müssen wieder nach Hause, ne? Genau. Und ich würde aber, bevor wir nach Hause gehen, nach Stormwood Manor, würde ich gerne nochmal irgendwie Möbel kaufen. Ja, ich würde gerne nochmal Möbel kaufen, um dann zu sehen, wie das zu Hause aussieht. Ob wir die überhaupt sehen. So, das heißt einmal ab zum Trödelladen. Oh, nett, Dude. Sehr nett. Alright. So, ist das hier, ne? The best antiques in the district. My goods will brighten up your house. Ja, ja, ja. Oh, guck mal, hier Bett. So, wir haben 572. Ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Währung ist. Aber wir können es auf jeden Fall leisten. Komm, wir nehmen das mal alles mit. Bett, Globus und hier so einen schönen Schminkspiegel, ne? Enjoy your purchase. Ja. Alright, alright, alright. So, ab nach Hause. Nach Stormwood Manor. Genau. Wer steht da? Wer bist du? Was willst du? Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevez. Happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. Ich höre. You have my attention, Mr. Estevo. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed.
Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There is a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Vielen Dank, Typ. Vielen Dank. Liebesgrüße aus Cordona. Ich bin mal gespannt, ob wir auch jemals unseren Bruder kennenlernen werden hier. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal wahrscheinlich reingehen, ne? Ach nee, was ist das denn hier? Ah, das ist wahrscheinlich Werners Geschenk. What? Was ist das? Was ist das? It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house! It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Naja, von wegen. Verpiss dich. Hau ab. Alright, so. Die Frage ist beantwortet, ob wir unseren Bruder mal kennenlernen werden. Alright, so. Wir gehen mal ins Haus, John. Komm. Wo ist mein Bett? Wo ist mein Spinkspiegel? Ich will das jetzt wissen.
Okay, hier hat sich nichts verändert. Dann muss das ja oben sein, ne? Sag mal, die Möbel hier, die kaufen wir doch und dann sollen die doch angeblich hier drin sein, oder nicht? Ah, guck mal. Das ist das, ne? Okay, das haben wir gekauft. Kann hier mal jemand den Spiegel putzen? Okay. Raytracing ist hier nicht so gut. So, und das ist das... Nee, das ist das Bett der Mutter. Okay, wo ist das Bett, was wir gekauft haben? Wir hatten hier noch einen Raum, oder? Genau da hinten. Wehe, da ist das Bett nicht drin. Okay, da ist das Bett, alles klar. Was war denn das dritte, was wir gekauft haben? Keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen. Egal. Auf jeden Fall, die Klamotten sind hier. So. Die Frage ist jetzt natürlich... Okay, natürlich wieder anheften. Da haben wir schon was. Holz gerade glatt. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Weiblich? Fischschwanz? What? It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible, it must have been something else. Ah, okay. Das Skelett soll eine Meerjungfrau sein? Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around, too. Okay, wo ist denn hier noch jemand? Ach, hier. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Werkzeug, Glas. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. Was? Das ist eine Fälschung? Es gibt gar keine Meerjungfrauen? Kann doch nicht sein. Jetzt erzähl mir noch, der Weihnachtsmann gibt's auch nicht, ne? So. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Ah, nächster Raum freigeschaltet. So, wieso zeigt er mir das Bild hier auf dem Foto? Warte mal. Ist das Bild hier irgendwie noch von Bedeutung? Nee, scheint ja nicht so sein. Okay, wir gehen mal rein. Ah, yes. My mother's studio. She was an authenticator and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. So, Hirschkopf. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Alright. Oh, guck mal, hier ist noch was. Kuschelig! I remember this cozy blanket. It was perfect for a wigwam. Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Sowas habe ich tatsächlich als Kind auch gemacht. Decke eingespannt über Stühle oder sonstiges, Wäscheklammern, fertig. Und man hatte eine schöne Höhle. War nice. So. Buch. Watkins and Holman, Chapter 1? Okay. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace D'Oram. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. So, ein Becher. So, hier ist Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him.
Hier sind ja nur gefälschte Sachen. Hier ist ja nur Schrott drin. Alright. So, was haben wir denn noch? Ist die wenigstens echt? The full plate armor of Sir Robert Swanford. I was told my father won it in a wager. Okay, die ist echt. Armor, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. So, hier sind... Wir wühlen mal hier in den Kisten rum. Urkunde. Zerrissenes Diplom. Ein zerrissenes Diplom, das ich im Kuriositätenkabinett fand. Jemand hatte es absichtlich zerrissen. Nachdem ich es wieder zusammengesetzt hatte, konnte ich es übersetzen. Im Namen der Universität Genf in der Schweiz bestätigen wir die Rektoratsmitglieder der Universität, dass Herr Otto Richter die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung erfolgreich bestanden hat und verleihen ihm den Titel des Doktors der Medizin mit allen Rechten und Pflichten, die damit einhergehen. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. Mutter wahrscheinlich, ne? So, the Tulpa. The Tulpa. Studies in Tibetan Mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Okay, so hier haben wir noch was, ne? Otto Richters private Aufzeichnung. Mrs. Holmes ist eine höchst interessante Patientin und eine ideale Testperson, um einige meiner Theorien zu überprüfen. Ich werde versuchen, sie wiederholt in die traumatische Situation zu versetzen, die ihrer geistigen Krankheit vorherging. Ich bin überzeugt davon, dass ein erneutes Erleben dieses Moments ihrem Verstand die Gelegenheit verschaffen wird, das Geschehene zu akzeptieren. In letzter Instanz wird sich ihr Geist auf diese Weise selbst heilen. Zudem ist es ein Glücksfall für mich, Zeit mit der Familie Holmes verbringen zu können. Vielleicht kann ich so die Vererbbarkeit von psychischen Eigenschaften, gleich ob Stärken oder Schwächen, untersuchen. Ich kann jetzt bereits festhalten, dass alle Familienmitglieder eine ungewöhnliche hohe Intelligenz aufweisen. Offenbar hat der Zustand von Mrs. Holmes auch bei ihrem jüngeren Sohn Sherlock etwas ausgelöst. Aufgrund des Schutzverhaltens des älteren Sohns kann ich zwar keine ordentliche medizinische Untersuchung durchführen, doch es hat den Anschein, dass der Junge an anhaltenden Halluzinationen in Form eines imaginären Freund, den er John nennt, leidet. Okay. Brief von Otto Richters Bruder. Lieber Bruder, wie ich gehört habe, bist du vor kurzem auf Cordona eingetroffen. Hast du schon versucht, Zeit für einen Besuch zu finden? Mir fehlen unsere anregenden Gespräche, auch wenn wir niemals einer Meinung waren. Auf Cordona gibt es eine sehenswürdige neue Kunstgalerie, in die ich jeden Donnerstag gehe. Treffen wir uns doch am besten dort. Oh, und frage nicht nach Klaus. Den Namen benutze ich nicht mehr. Alright. So. Wie geht's weiter? And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Oh, schöne Mumie. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Okay, außer der Ritterrüstung scheint hier aber auch nichts echt zu sein, ne? Okay, da vorne haben wir noch ein bisschen was. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und, ne, Daumen, klick, klick, ne, nett. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Schönen Tag. Tschüss.